Und das nächste Spiel, es heißt... Mal sehen, ja, was wir als nächstes Spiel für euch haben. Es heißt... Blamieren oder kassieren mit LP Mariband. Genau. Und dir natürlich noch. Ja. Oh, wir jetzt nicht vergessen. Nein. 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 So, wie wir das immer üblich kennen, wir beide nur, wer muss wissen. Ja. Ihr spielt gleichzeitig. Oder zuerst buzzert, da antwortet. Das stand da. Punkte, ja, aber... Tust du jetzt hier mit Schütteln auch, oder? Ich glaube schon, aber... Die probierst du lieber nicht aus. Nee. Seid ihr bereit? Wir sind... Also, ich bin vollkommen bereit. Gut. Wissensspiel halt. Na, dann haltet mal euren Buzzer bereit. Wer trug die deutsche Flagge bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2006? Schön. Ja, ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Man muss dazu wissen, dieses Spiel ist vor 5 Jahren erschienen. Ja, ungefähr. Obwohl, wir haben es ja relativ... 2010. Ich habe anscheinend die Fragen gut ausgewählt. Keiner kann sich hier absetzen. Nö. Das wievielte Kind seiner Eltern war der berühmte Komponist Mozart? Boah, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Naja, das wäre wieder so Kunst und Kultur, aber ich habe gar keine Ahnung. Aber im Endeffekt, ich glaube, letztes Mal haben wir auch das Spiel gehabt, siebte, okay, gut. Ich war irgendwie am 8. oder so, hab mir aber dann gedacht, aber gut, dass dann wieder so ein Spiel kommt, ne, und wir dann wieder diesen... heutiges Spiel wieder mal so in die Rede. Und eine weitere Runde Blamieren oder Kassieren beginnt. Auf welchem Kontinent liegt die trockenste Wüste der Erde? Der war Süd. Ah! Ja, dann muss es Afrika sein. Nein, ich habe keine Ahnung. Ich würde aber Südamerika tippen, aber da ich es nicht weiß. Ich dachte ja an Death Valley, aber es muss dann ja tatsächlich in die da. Genau, die da in der Nähe von Brasilien ist. Diese ganz lange. Ja. Ja. Nee, ich dachte ans Death Valley. Und als das dann nicht kam, da war es dann vorbei. Ja, da wird mittlerweile auch die Rallye Dakar gefahren. Tatsächlich. Mhm. Keine Ahnung. Wie heißt das Fest, das gefeiert wird, wenn in Schweden die Weihnachtszeit endet? Na. So geht's. Stimmt, nach dem Eisbären bedarf ich wahrscheinlich. Oder andersrum. Stefan, ich glaube, Knut gibt schon länger. Wieder die Moral der Konkurrenz. Jedes Jahr aufs Neue. Welcher Fluss fließt durch Limburg? Na. Schön! Schön zu wissen! Limburg an der Nahe. Das ist schön zu wissen. Du hast es. Na, wurscht der Gander. Aber das macht nichts. Und eine weitere Runde Blamieren oder Kassieren beginnt. Wie nennt man den Bereich der größten Sehschärfe in der Netzhaut des menschlichen Auges? Ja, hatte ich irgendwann mal im Unterricht. Ja, genau. Ist bei dir sogar eine 6 Jahre länger. Ja, für mich ist das halt schon wieder so, boah. Ja, weiß ich nicht. Nö, müsste ich auch fragen. Ja, also bei den Sachen hätte ich es gewusst. Schwarzes Loch ist natürlich noch nicht schlecht. Ja, bei den Sachen hätte ich es jetzt gewusst, aber anders noch. So ein Sehfleck, wo man... War das zu schwer für euch? Das kann man gut. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Das Bajan ist die russische Form welches Instruments? Keine Ahnung. Ich spiele keine russischen Musikinstrumente. Nicht? Nein. Hm. Zufällig nicht. Schade. Sonst wirst du es nicht. Natürlich, ich wusste es sofort, weil ich mir nicht getraut habe. Du wusstest das. Ja, ja, ja. Ich hätte sogar meine Großmutter gewusst. Das muss ich jetzt mal so sagen. In welchem See liegt die Blumeninsel Mainau? Ja. Wenn ich überhaupt wüsste, wer wie oder was Mainau ist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass bei so einem Quiz, wir gegeneinander, ich damals auch noch hier völlig unrelaxed war und dann später das Spiel verloren habe. Deswegen, ich mache hier ganz relaxed die letzte. Die nächste Runde beginnt. Wie heißt der Fachbegriff für Wahrscheinlichkeitsrechnung? Stochastik. Das kann ich nur sagen, ohne dass es da steht. Und Stochastik! Ja, das weiß ich. Wenn du das schon, alleine wenn du das schon so weißt, ist das auch schon ein Beweis dafür, dass du es weißt! Das wäre eine weitere Runde beginnt. Ja, bei welchem stimmt. Kleidungsstück findet man die sogenannten Minimizer? Jo. Keine Ahnung! Doch. So geht das. Gut, fein. Kann man wissen. Ja, darf er kann. Das, darf man nicht. Stefan so einfach davonkommen lassen? Wer ist beim FC Bayern als der Kaiser bekannt? Oh, der Georg hat mal gedrückt. Ja, der Georg hat mal gedrückt. Franz Beckenbauer. Das ist aber eine Fußballfrage und das muss ich dann wissen. Ja, das in der Ruhe liegt offenbar die Kraft. Okay. Bravo, Georg.
Wo hätten die Olympischen Sommerspiele 1916 stattfinden sollen, die wegen des Ersten Weltkrieges entfielen? Keine Ahnung. Habe ich bestimmt schon mal gelesen, bei Mario und Sonic in diesen Trivialen. Ja. Na, stand das bestimmt drin. Irgendwo stand das vergessen. Berlin. Ja, irgendwie war mir auch nach Berlin, aber ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Sieht so aus, als hätte ich da einen Schwachpunkt von euch erwischt. Ja. Reinigkeitsfanatiker bezeichnet man auch schon mal als... Schade, Putzteil, wenn es bei dieser Auswahl ist. So geht das. Ja, bei der Auswahl hätte ich ja, ja auch gewuscht. Aber ich habe mir nur gedacht, irgendwie so Garantie, so total genau. Könnt ihr noch? Hier kommt die nächste Runde. Welcher Schauspieler stirbt in seiner Rolle am Ende des Films Armageddon? Doch, nee, das drücken wir jetzt mal nicht. Nee, das drücken wir nicht, weil wir haben vorher die Aufnahme auch gestartet. Genau. Und da hatten wir genau die Frage. Und da kam diese Frage. Da kam die Frage. Es ist Bruce Willis. Ich hätte es aber schon nicht mehr gewusst. Hättest du es nicht mehr gewusst? Oh Mann. Zu schwer für euch. Und eine weitere Runde blamieren oder kassieren beginnt. Eine Diskette wird vor Gebrauch. Keine Ahnung. Formatiert! Ja, steht hier sogar. Formatiert. So, ja. Gut. Kommt, stimmt. Ja, ne? Unglaublich. Stefan drückt aufs Tempo. Der Schatzmeister von ProSieben. Das sind so Dinger, die man in den Kopf. Wo liegt Vaduz? Das weiß ich! Das liegt in Liechtenstein! Ja, ist die Hauptstadt. Ja. Bei der Auswahl hätte ich es dann auch gewusst, aber... Diese Runde geht an Georg. Nein. Wie viele Bücher veröffentlichte Margaret Mitchell, die Autorin von Vom Winde verweht bis zu ihrem Tod? Keine Ahnung! Ich lese das unglaublich viel. Ja, also cool, solche Sachen, ey. Ja, Kunst, Kultur, Literatur, alles. Ja, eins, genau das wahrscheinlich. Genau das hat sie veröffentlicht, das war's. Das hätte sogar meine Großmutter gewusst. Ja, genau. Das muss ich jetzt mal so sagen. Wie nennt man das Gewächs, das sich als erstes auf unbesiedeltem Gebiet behaupten kann? Was tust? Ich würde einfach irgendwie auf irgendwelche komischen Gräser tippen, aber... Naja, also ich wüsste das jetzt nicht. Ja, okay. Pionierpflanze. Ja, komm, also bei der Auswahl... Andersrum, ich hätte Moos gesagt. Moos entweder. Moos ist überall. Ohne Moos nichts. Wo steht in Italien ein weltbekannter schiefer Turm? Pisa! Ach ja, supi. Nein, in Mailand. Sauber. In Mailand steht der. Ich hab auch gedrückt. Ich hab nichts gewusst, aber ich hab's auch gedrückt. Ja, also da sieht man wieder, wenn du dein tolles Aktionsspielchen immer am liebsten eigentlich, weil ich kann ein bisschen abrotten. Genau, das war Blamieren oder Kassieren für heute. Ja. Bis zur nächsten Folge. Nächstes Mal, morgen zum Beispiel. Oder später. Genau, und tschüss. Ciao. Du musst ja da drücken. Ja.